Wie kam die Bundesregierung auf die Idee einer CSA-Strategie? Was bedeutet die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung für Nordrhein-Westfalen? Und was hat CSA mit den Schwächen der Politik zu tun? Darüber sprach der Staatssekretär im NRW-Wirtschaftsministerium Günther Horzetzky am 14. Dezember auf der Tagung CSA-Dialog Wirtschaft-Wissenschaft in Rheinbach. Sie sehen Auszüge der Debatte. Das Thema steht für sich und hat in der Gesellschaft, glaube ich, einen eigenen und sehr wichtigen Stellenwert. Ich will noch mal vielleicht kurz darauf zurückkommen, warum damals die Bundesregierung so eine CSR-Strategie auf den Weg gebracht hat. Das hing mit der damaligen Wirtschafts- und Finanzkrise zusammen. 2008, 2009 gab es eine Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg, in dem Schloss dort. Und Frau Merkel sagte, wir brauchen dringend mehr Verantwortung auch in Wirtschaft. So, und sie hatte sich damals mit der Thematik CSR auseinandergesetzt und dann fragte sie im Kreis der Kabinettsmitglieder, wer möchte sich gerne damit befassen. Der Wirtschaftsminister hat nicht aufgezeigt. Und aufgezeigt hat damals der Vizekanzler Müntefering, weil er strategisch gesehen hat, was für eine Bedeutung dieses Thema für die Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen hat. Sondern wurde ich damit dann betraut, so etwas zu entwickeln. Wir haben relativ viele Wissenschaftler, NGOs, wie Sie wissen, Sie waren ja auch dabei, zusammengeholt und dann den Versuch unternommen, so etwas wie eine gesellschaftliche Definition von CSR zu finden. Die ist dann auch vom Kabinett, nachdem ich da schon ausgeschieden worden bin, dann auch verabschiedet worden. Warum ist das für Nordrhein-Westfalen so wichtig? Nordrhein-Westfalen ist der wichtigste Industriestandort in Deutschland. Das wichtigste Exportland in Deutschland. Und alles das, was unsere Wirtschaft draußen auf den Märkten macht, hat eine Bedeutung für die Länder dort, aber Rückwirkung auch auf uns. Sie haben eingangs einige der Vorgänge zitiert, die letzter Zeit durch die Medien gegangen sind. Und das hat jedes Mal Auswirkungen auch auf Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Also weil wir ein starker Industriestandort sind, müssen wir uns auch darum kümmern, wie Wirtschaft funktioniert. Und an welchen Werten sie sich orientiert. Und damit das keine negativen Rückwirkungen hat, sagen wir uns, wir kümmern uns als Landesregierung auch um dieses Thema. Und zwar verstärkter vielleicht als früher. Es gab auch vorher schon Aktivitäten, aber wir wollen uns ein bisschen stärker mit einbringen, vor allen Dingen sichtbar machen, was Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu diesem Thema auf die Beine stellt. Und das werden Sie heute vermutlich auch häufig hören, was es alles Großartiges gibt in CSR-Aktivitäten hier in der Wirtschaft. Was macht denn das Wirtschaftsministerium ganz konkret, um dieses Thema bei den Unternehmen voranzubringen? Noch einmal, das ist erst einmal eine freiwillige Aktivität der Unternehmen selber. Also wir sagen jetzt nicht, bitteschön Unternehmer, macht mal das oder jenes, weil man dann sofort in die Situation gerät, Kriterien vorzugeben, was denn bitte schon dieses oder jenes an Verantwortungswahrnehmung darstellt. Und dann sind wir plötzlich Schiedsrichter und wir wollen nicht in diese Rolle kommen. Sondern Sie haben in der Gesellschaft unheimlich viele verantwortlich handelnde Individuen, Unternehmen, die ihrerseits für, vor allem in ihrem Kerngeschäft, das ist, hier geht ja auf unsere Definition zurück, Verantwortung übernehmen. Also beim Personal, beim Ressourcenverbrauch und so weiter und so weiter. Unsere Rolle ist zu sagen, bitte nehmt Verantwortung wahr, bitteschön. Und zweitens, das sichtbar zu machen, was tatsächlich in diesem Lande passiert. Ja, mein Name ist Bernd Westphal, ich komme von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie aus Hannover. Wir haben auch ein CSR-Projekt und begleiten dieses Thema in dem Unternehmen unseres Organisationsbereiches. Ich habe eine Anmerkung zu dem, was Günter Horzetzky gesagt hat, weil das Thema Verantwortung und CSR nicht Sache der Politik ist, sondern der Unternehmen. Das unterstreiche ich erstmal. Nur ich glaube, Politik hat schon eine Verantwortung, Räume zu schaffen, Anreize zu schaffen. Es wurde ja benannt, wenn es staatliche Förderung, Forschungsförderung, Unterstützung gibt. Da gibt es sicherlich öffentliche Beschaffung. Da gibt es Dinge, wo Unternehmen Anreize bekommen müssen, um sich dort auch gesellschaftlich verantwortlich zu verhandeln und diejenigen zu bevorteilen, die da schon eine Menge auf der Tagesordnung haben. Ich würde ganz gerne in dem Zusammenhang, Bernd, auf die Frage eingehen, welche Rolle Politik hat. Weil wenn man sich anschaut, wie Wirtschaft zunehmend globaler wird, immer weiter rausgeht, immer entgrenzter wird,
dann überschreitet Wirtschaft Grenzen. Politik, die national gemacht wird, wird meistens ja nur national gemacht, weil international das Grenzen noch besondere Grenzen hat, hat dann sehr eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Aber die Unternehmen, die draußen sind, haben auch Verantwortung und regeln dort etwas. Also wenn wir die Supply Chains uns jetzt mal anschauen, dann ist das von diesem Arbeitsplatz in Pakistan, der vorhin zitiert worden ist, bis hier zum Laden auf die Höhe, ein ziemlich langer Weg. Aber der Weg wird begleitet im Wesentlichen von den Beschäftigten von Unternehmen und den Unternehmen, die daran beteiligt sind. Wenn man also irgendetwas positiv verändern möchte, dann muss man an diejenigen, die dort handeln auf dieser Supply Chain, in die Verantwortung nehmen. Das machen Medien, das machen Verbraucherverbände, das machen wir auch. Aber wir haben keine Zwangsinstrumente. Wir können nicht sagen, das musst du dort und dort machen, weil eben das Rechtssystem an unseren Grenzen Halt macht. Das ist ein Stück weit auch Erkenntnis, dass Politik Grenzen hat. Und jetzt im physischen Sinne. Wir haben richtig, wenn wir irgendetwas woanders regeln wollen, in unserem Interesse, in unserem Wertekanon entsprechend, haben wir Grenzen. Und das ist unsere Rolle und unsere Verantwortung, darauf aufmerksam zu machen. Selbstverständlich müssen wir das, was wir in Deutschland an vernünftigen Bedingungen haben, rechtlich regeln. Das ist die Verantwortung der Politik. Deswegen haben wir ja auch wunderbare Arbeitsschutzgesetzgebung, wir haben Arbeitsrechtsvorschriften und dergleichen mehr. Die müssen auch gelebt werden, die müssen auch realisiert werden. Das ist unsere Verantwortung, da auch in der Tat Normen zu setzen. Aber ich denke an das, wo wir eben nicht handeln können, wo die Politik richtig schwach ist, wo sie keine Rolle mehr hat. Und da ein bisschen stärker an Unternehmen zu appellieren, das, glaube ich, ist unser Job.